herzlich willkommen zu meinem dritten Stellar Overload Stream. Mal gucken, ob es einmal mehr mein Rechner nicht überlebt. Letztes Mal habe ich mich ja endlich so ein bisschen in die Steuerung reingefuchst. Vor allem, wenn es um Herstellung und so geht. Oh oh. Explodiert jetzt das Universum? Stellen wir auf 40. Stellen wir auch noch 40. So, 20 mal OBS. Stimmt auch 40. Machen wir Rechner. Ich werde meinen Browser schließen müssen. Sonst explodiert das gesamte Universum. Machen wir mal Browser zu. Ich mach mal das noch zu. Steam ist auch noch ein. So, wo bin ich hergebeamt? Ach ja, ich habe eine Waffe. Mikrofonmann hat mich beim letzten Mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja, immer dieser Unterschied zu Minecraft. Er hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich Muni herstellen doch soll. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal noch welche hergestellt habe. Ich gucke nochmal nach, ob ich noch Rohstoffe habe. Und nochmal, welche Rohstoffe man wirklich braucht. Achso, ja, meine Lupe. Dieses Spiel war ja nicht ohne Lupe spielbar. Ist er ein? Ja. Weil die Programmierer schlichtweg nicht mehr alle Steine auf der Schleuder haben. Okay, ich brauche Stahl und... Da war beim letzten Mal das rote Zeug. Wieso steht Stahl und dieses weiße Zeug? Achso, für die Waffe. Für das weiße Zeug ist dann Eisen. Hier, Uni. Genau. Genau, ich brauche noch mehr Stahl, dann kann ich noch mehr Muni herstellen. Das werde ich jetzt auch tun. Ja, ich glaube, ich schon alle Rohstoffe her. Geklaut. Ach ja, in der Ecke konnte man nicht. Wo man sich irgendwie ducken konnte. Tatsache, du. Geduckt kommt mehr rein. Nur schlafen. Ups. Okay. Ich hoffe, das Spiel ergibt einen zu gegebener Stelle. Munitionsoptionen. Hi, Holy. Genau, hier sind Bausteine drin. Und jetzt gehe ich mal das Dorf plündern. Wobei. Genau, ich muss ja erstmal noch essen. Halt, Bier ist, was das angeht, ja, Krampf im Arsch. Das Bedienen dieses Handschuhs ist zwar ein bisschen intuitiv, aber auch unpräzise. Ich muss mal da erschreckend feststellen. So. Habe ich alles eingesammelt? So. Ich weiß nämlich immer noch nicht, was man essen kann in diesem Game. Ich will ja das eines fernen Tages herausfinden. Na?
Wie viele sind denn das noch? Mittelerde Schatten über Moor ist wie eine Mischung aus Assassin's Creed und Hack and Slay à la Rise Son of Home. Kenne ich alle nicht. Ich kenne zwar Prince of Persia und das ist von der Bedienung her so wie Assassin's Creed, aber ich habe das alles nie gespielt. Heute hat er das hier hinten hingebaut. Okay, schöner Busch. Ich hoffe, das Spiel gibt nur noch früher oder später die Option für richtiges Essen. Schon wieder leer, ich fasse es nicht. Ne, in dem Spiel kannst du verhungern. Ich werde noch ewig damit beschäftigt sein. Ein bisschen was von Tetris hat das an sich. Und Beholder kann ich auch stark empfehlen. Man spielt einen Hausmeister in einem Nazi-Regime, bekommt Aufträge von Revolution und dem Staat und man bespitzelt seine Mieter und muss die Waage so halten, dass weder Revolution noch Staat deine Stadt killt. Waffel. Hausmeister und Nazi-Regime. Auftrag. Okay. So. Genau. Ein großflächiger Busch wird das jetzt. Das Spiel mag mich nicht. Tagsüber kommt jetzt noch diese zeltartige Musik. Was denn da? Heilbalsam. Na, essen. Na, geht doch. Jetzt mache ich das. Jetzt wiederhole ich das Spiel noch einmal und dann gehe ich wieder auf die Reise. Im ersten Durchlauf ist meine Tochter erkrankt. Mir fehlten nur 50 Euro, um ihr Arzt zu bezahlen. Dann starb sie. Im zweiten Durchlauf wurde meine Frau auf der Straße von Demonstranten überrannt und verhaftet. Sie überlebte die Haft nicht. Okay. Also wir reden jetzt von dem Spiel Beholder, ne? Bauen Sie jetzt stundenlang Büsche ab. Damit ihre Spielfigur auch kräftig mit sich den Saft ernähren kann. Quatsch. Ja, ich bin noch im zweiten Lauf. Okay. Jetzt gerade, wa? Pyramidenartiger Busch. Hübsch. Okay. Dann wollen wir mal. Wir suchen. Heißen habe ich doch noch. Na, aber dann sofort. Sofort Stahl herstellen. Einwandfrei. Gleich Muni herstellen. Muni, Muni, Muni. Da geht's. Ich muss mal wieder kurz das Spiel einstellen. Das fiese bei den 10.000 Euro für die kranke Tochter war das, ich gespart hatte und meinen Sohn nicht für 1.700 Studieren geschickt hatte. Er musste in den Minen arbeiten, seine Schwester starb trotzdem.
Weil 50 Dollar gewählt haben. So nicht. Okay. Ja, bin gleich wieder da. Eine Zehntel Sekunde. Dann gibt die Bild, das ist bei dem Spiel echt ein Krampf im Arsch. Fernseher umstellen. Bisschen. Moment. Das seht ihr. Ihr zum Glück auch nicht. Das sehe nur ich. Da bin ich ja. Guck, guck. So. Au. Okay, dann machen wir mal. Jo, wir durchsuchen jetzt die Häuser und klauen jeden Vorrat, wenn man so will. Ich mach mal kurz ein bisschen leiser an den Worms. Ich weiß ja nicht, läuft das Spiel auch über den Dings? Kannst du mal hören, ob das so gut ist? Holy, ob das jetzt doppelt klingt? Hörst du mal so gut? Ich habe den Ton jetzt ein bisschen umgeschalten. Nicht, dass ihr den doppelt hört. Das wäre ganz komisch. Mein Lieblingsbar, das ist meine Wohnung. Hier drüber lebte einst mein Bruder. Dass ich den Rebellen angeschlossen hat. Irgendwelchen Karten. Auch hier sind keine. Meine bisherige Taktik ist, dass ich nach außen hin immer super nett und zuvorkommend zu meinen Mietern bin. Wenn sie dann außer Haus sind, breche ich ein und schmuggle ihnen verbotene Ware und um sie zu erpressen, anonym. Wäre es nicht sinnvoller, ich das Regime vorzugeben, anstatt gegen Mieter? Ich glaube, der Sound ist nicht doppelt. Okay. Müsste aber. Aber okay. Er müsste jetzt über das Mikro und über Desktop einspeisen, aber wenn man es nicht hört, ist es super. Eines Herrentages werde ich dieses Spiel auch physisch spielen. Das kann man benutzen. Ach, hier kann ich Saft herstellen. Interessant. Sieg ist schwer einzuschätzen, weil die eh schon so echohaft ist. Das stimmt. Die ist wirklich echohaft. Aber solange es niemand auf dem Keks geht, nicht müssen es wieder Leute später runterschreiben. Ach, hier kann man Handschuhe herstellen. Das Geräusch. Ich muss nochmal kurz was an meiner Einstellung vornehmen. Zu blöd. Jetzt müsste es mir auch taugen. Jetzt weiß ich nicht, ob man diesen Automaten hier. Du hast dieses Spiel nicht zufällig schon mal gespielt, Holy. Müssten doch noch irgendwo Krüge sein. Nee, aber schönes Hochbett. Im wahrsten Sinne. Nope. Böses Holy. Aus. Da bin ich hier wieder der Vorreiter, der euch erklärt, wie dieses Spiel geht. Ich weiß zwar, dass man auch zweite Handschuhe bauen kann, aber ich glaube, hier kann ich nur ein Level 1 Ding herstellen. Was haben wir hier? Noch ja nicht, noch ja nicht, noch ja nicht. Aber ich werde es freischalten, muss dann wahrscheinlich in diesen Automaten wiederkommen.
Okay, jetzt suche ich noch mehr Krüge mit noch mehr Eisen. Och, hoppe, Häschen, die auf zwei Beinen stehen. Die hecken ja gar nicht aus. Ich guck mal, ob ich das hier essen kann. Und? Ja, eine Möhre. Gucken wir mal, ob wir die essen können. Nee, die kann ich nur wieder pflanzen. Ach, ich krieg eine Krise mit diesen. Man reißt sie andauernd unabsichtlich was ab in dem Spiel. Ja, wo ist jetzt mein Baustein? Ah, hier. Alter, ich kriege eine Krise. Soll jetzt dahin bauen, nicht abreißen? Ich kriege eine Krise. Jetzt haben wir's. Sie hat gesagt, ich soll bei den Dorfbewohnern Materialien klauen gehen, aber irgendwie. Und noch Möhren, die ich nicht essen kann? Das war's, jetzt bin ich einmal rum, hab keine Krüge weiter gefunden. Was, obwohl ich von den anderen klauen sollte? Na, nun bin ich sprachlos. Ja, raus hier. Da sind Krüge zum Klauen. Nix. Nix. Etwas. Eisenerz. Aluminiumerz. Kohleerz. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Ach, es läuft. Es läuft. Ich bin reich. Ich habe Herz gefunden. Irgendwie lerne ich noch, wo ich das abbauen muss. Hier bin ich ziemlich auf mich alleine gestoßen. In Minecraft, da hatte ich wirklich jede Menge Hilfe, weil das Spiel seit 7 Jahren draußen ist. Aber dieses Spiel ist noch gar nicht draußen. Es ist Early Access in Reinform. Und ich muss hier alles alleine herausfinden. Wie auch dieses Abbauen geht. Ach, hier ist auch noch Erz. Ist gerade gespawnt oder was? Ich könnte schwören, ich hätte alle Krüge durchgehabt. Holy, rat mal, was ich den Tag gemacht habe. Ich glaube, da warst du gar nicht dabei. Moment. Okay, was ist da? Oh.
Das soll ich mal spielen als Tab. Genau, da wäre es wieder. Squirrel der Eichhorn. Ich hab den Tag das Bild hier nachgemalt. In Paint. Ah. Hatte ich Bock drauf. Willst du mal sehen? Ist cool geworden. Mal gucken. Ja. Spawnt nix, ne? So, komm mal. Squirrel der Eichhorn. Das könnte man als Befehl nehmen, ne? Welches Bild? Das da. Ich kann nicht genau definieren, was es ist. Aber du siehst, dass dadurch, dass es geviereckt ist, sind es einzelne Pixel. Da ist mir die Idee gekommen, ich male das mal mit Paint nach. Weil das geht mit Paint super. Wo habe ich es denn? Ja, ich habe das Bild mit Paint nachgemalt. Ist das der Hammer? Ja, wenn ich Paint Pixel machen kann. Von Squirrel der Eichhorn. Genau, wo noch ein Dach. Dann noch ein Rautezeichen dahinter. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass das geplant war. Das ist cool, wa? Das ist. Von Squirrel der Eichhorn. Das gefällt mir, das kann ich mir nicht aussprechen. Lass mich raten, das spricht mal Squirrel aus. So. Jetzt Desktop-Hintergrund nehmen. Oh, ich muss jetzt mal. Ich arbeite nämlich immer viel mit Paint und mit GIMP. Und da war mir dieses Muster bekannt. Ach, dieser Fußboden ist der Hammer. Alles viereckige Minipunkte. Ist nicht so wie Minecraft aus einzelnen Vierecken, sondern hier sind die Vierecke unterschiedlich groß. So. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Ich stelle jetzt noch ein bisschen Muni her. Schwimmen kann er auch. Nach links E, kurzes E. Nach rechts langes E. Echt? Ich wusste nämlich nie, was das zu bedeuten hat. Danke, dass du mir endlich mal aufgeklärt hast. Also wenn nach links kurz ist. Überstriche oder wie man es nennt. Da müsste es Squirrel heißen. Von Squirrel der Eichhorn. Ja, wie spricht man das Dach über ein O aus? Jetzt habe ich vergessen, wie man Eisenerz herstellt. Accent the Dings and Accent the Goo oder so. So spricht man das aus. Accent Dings. Echt Dings? Mit Akzent de Gu. Gur. Ich spreche das wahrscheinlich wieder mal perfekt aus. Das Dach, keine Ahnung, habe ich nur gemacht, damit es exotisch aussieht. Den Trick habe ich mir auch schon mal. Aua. Dieses Trick habe ich mir auch schon mal bedient. Einfach nur so sinnlose Überbuchstaben machen. Ja. Einfach nur, weil es cool aussieht. Das habe ich ja schon mal gemacht. Vor langer, langer Zeit. Früher mal. Als ich noch jung und saftig war. Habe ich das auch mal gemacht. Die Sonne scheint durch den Zaun so wunderschön. Lichteffekte, mein Rechner kann sie brechen, ohne ihn auch aufzählen. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass es eiskalt ist. Naja. Was soll der Geiz? Sammeln wir mal gleich noch ein paar. Jetzt habe ich jetzt einen anderen Scheiß mit eingesammelt, natürlich. Gänseblümchen. So, jetzt setzt du den ganzen Rotz wieder hin, dann reißt du wieder ab, dann setzt du den Rotz wieder hin und reißt wieder ab.
Alter, ich lasse ihn dir auch Hunger an den Tür. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein leichteres essen. Ich flehe echt, dass ich unterwegs ein leichteres Essen komme. So, und jetzt reiße ich die ganzen Möbel ab. Habe ich wieder mit Erde weggerissen. Wundert mich ehrlich gesagt gar nicht. Quirell, der Eichhorn. Ja, doch mal gewöhnt sich dran. Ich gebe Bock auf Roma. Deswegen mache ich das jetzt so lang, noch eine Weile. Egal wie langweilig das jetzt für den Zuschauer ist. Ich mache jetzt einfach noch eine Weile nur ernten. Weil er wird echt nicht satt von diesem Zeug. Ich hoffe ja immer noch aufs Beste. Immer noch aufs Beste. Dass ich irgendwo ja noch vernünftiges Zeug bekomme. Also was länger satt macht. Weil der hungert ja schneller als in Minecraft. Ja, mein Saft ist jetzt schon wieder alle. Ich kriege eine Krise, ey. Die einen nicht mit ordentlicher Nahrung vertraut machen. Aber dieses Early Access Game nimmt einen allgemein nicht in die Hand, was eine absolute Frechheit ist. Was den meisten Frosten nicht wirklich den Spielspaß, die meisten Fällen nicht wirklich den Spielspaß dienlich ist. Soll ich da jetzt andere Krempel mitnehmen bei einer Sammel? Ich hab's doch gewusst. Ach, das stress ich, ey. Nochmal, bis ich jetzt 1 Million Bären habe. So lange mache ich das jetzt. Und nochmal. Ja, da reißt immer Gänseblümchen mit ab. Ockerfarbener Schmutz. Und noch irgendwas hat er damit abgerissen. Soll diese außersehen Abreise rein mitlassen? Ich grusel jetzt immer des Nachts, dass man bei diesem Spiel nicht pennen kann. Dann wollen wir mal. Genau, ganz Fläche, zack. Alles nutzen. Na? Und jetzt reißen wir es zur Abwechslung ab.
Hey, 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 echte Schnauze, weil lieber lasse ich das Vieh verhungern, bevor ich das ja noch tausendmal mache. Und nur so kommt mal Nahrung. Okay, wir müssen als erstes herstellen Eisen. Okay, das war kein Eisen, aber nehme ich trotzdem. Dann jetzt Stahl. Was ist denn das hier? Kohleerz. Ich weiß bis heute nicht, was ich mit Kohleerz soll. Was ist das? Glas? Dafür brauche ich Kupfer. Moment, das kann ja kein Arzt lesen. Energetisches Material. Dafür brauche ich 5 Kupfer. Kupfer habe ich auch noch nicht. Was ist das für eine Lumpe? Sand. Habe ich auch noch nicht. Na gut. Jetzt habe ich erstmal Stahl. Kann ich noch. Also, das macht man echt. Also, Munition baut man aus. Genau, Granat und Stahl. Wie habe ich denn von den Dreck? 6. Wieso nur 6? Hast du wenig Eisenerz nur gefunden? Na dann wollen wir mal. F benutzen. So, jetzt habe ich auch wirklich alles Mögliche in meiner Macht stehende getan. Das nochmal? Ach so, damit kann ich mich heilen. Den Dreck muss ich jetzt noch verbrauchen. Na, machst du dich da rein? Hm, verstehe ich nicht. So wenig Dreck, dass ich es wahrscheinlich nicht verbauen kann. Dann stelle ich jetzt noch schnell Saft her, bevor der wieder verdorsten ist. So 3 Drehungen Stück stelle ich davon jetzt her. So, jetzt esse ich erstmal diese Traube. Yam, yam. Jetzt schmeiße ich das Rätze weg. Hui, hui, Deibel. So. Und jetzt mache ich meine Hauptmission. Wenn ich mich erinnern kann, wie ich sie lese. Okay, hier waren sie nicht. Ach, auf welcher Taste war das nochmal? Haben nämlich Millionen Tasten damals belegt. Das war die Karte. Das war's Inventar. Na, ich krieg das noch raus. Ach so? Okay, das auch, okay. Tja, welche Taste? Wo war die Questions? J. Gott. Finde das. Ja, noch klarere Schrift, Leute. Finde das Rebellenlager. Mit Hilfe der Karteninformationen, die Mr. Li King Bai gegeben hat. Die mir Li King Bai gegeben hat. Muss ich den Eingang zum Rebellenlager auf Merx finden.
muss mal gucken, wo ich bin, genau. Hallo Eichhorn. Guck mal, holy, da läuft ein Eichhorn. Eichhorn, Eichhorn, Eichhorn. Ein gewürfeltes Eichhorn. Wirbelt hier frei durch die Gegend, kannst du sagen. Schöne Tarnfarbe, ne? Das ist wirklich. Ein Riesenbrummer Eichhorn. Das wollte sicherlich meine Katze werden, aber. Na gut, ich gehe da mal weiter. Dann suche ich jetzt das Rebellenlager. Das Dorf habe ich so rohstoffmäßig überwiegend ausgezerrt. Genau, da lang, da nach unten. Das hat jetzt ganz witzig, da, für die, die das noch nicht wissen, ich auf einer Würfelwelt bin. Das heißt, auch der Planet ist kubusförmig. Genau wie die umliegenden Planeten. Und das wird witzig, wenn du an den Rand des Planeten kommst. Mario Galaxy lässt grüßen. Schwupps, bist du um die Ecke gewürfelt. Und da irgendwo war das Rebellenlager. Glaube ich, zumindest. Also ja. Aber mal nach Süden laufen. Hä? Achso. Was haben wir denn hier Schönes? Kann man das betraten? Nein, das kann man nicht betraten. Dann wollen wir weitermachen. Das kann man auch nicht betraten. Man kann. Oh, eine Truhe! Nein! Doch! Oh! Lasermuni, explosiv Plasmamuni. Ich bin ja sprachlos! Ich habe Muni gefunden! Ich glaube, ich kann zu viel selber erstellen brauchen, aber. Besser als in der Holo anzuschießen und lieber zu viel Muni als zu wenig. Das sage ich euch. Das geht weh, das Video spielt. Klack. Na, ich mach Muni mal hier hin. Und Waffen. Dann bin ich nicht ganz so verwirrt bin. Und hier ist Nahrung und so. Wobei, Nahrung, Teiltrank mache ich mal unten hin. Damit ich für mich eine stete Ordnung habe. Jetzt habe ich wirklich viel Muni. Nicht, dass ich erkennen könnte, welche Zahl da steht. 205. Eine Lupe. Auf welcher Größe habe ich die eigentlich aktuell? Schon's? Da einmachen. Aktuell ist 3. Ich mache mal eine Lupe auf Größe 4. Da wird das Ganze noch spektakulärer. Ja, doch. Jetzt hat man ordentliche Schriftgrößen, Leute. Ich liebe diese Lupe. Und ich kann noch zoomen. Ist das krass? Gut, dann kann man auch nicht mehr nach rechts und nach links gehen später. Das ist jetzt mehr als vierfach. Und da ist meine Maus. Na, und dann kann ich dann nochmal zoomen. Jetzt kann man die Zahl mit viel Geduld und Spucke erkennen. Beziehungsweise jetzt bin ich so nah rangezoomt, dass man schon nicht mehr erkennen kann im makroskopischen. So, das kann man aus dem Mikroskopischen nicht erkennen. Und die Truhen, die sind weltweit, die kann man glaube ich auch behalten. Sau wichtige Objekte soll man ja in Truhen legen, haben sie gesagt. Nun ja. Und was ich habe, ob das auch wichtig ist, was will denn der von mir? Soldat! Nachdem wir die Ark. Soldat, nachdem wir die Arkuloids entdeckt hatten, haben wir sofort mit der Entwicklung einer neuen Waffenart begonnen. Ach, jetzt habe ich es falsch reingezoomt. Also sehen. Jetzt war ich mit der Maus aus Versehen auf meinem rechten Bildschirm. Die letzten Meldungen von dem Schlachtfeld zeigen, dass die akustischen Waffen unser bisher bestes Mittel sind, diese kleinen Roboter schnellstens zu neutralisieren.
Das war alles. Also das scheint einer von mir zu sein. Gänge. Ach, PC-Steuerung, bei sowas ist echt ein Dampf im Arsch. Dein Rucksack scheint schwer zu sein. Hast wohl zu viele Dinge gefunden, was? Mein Ratschlag, benutze auch Speicher von denen, das wird dir helfen. I do. Tanja. Die Kyrknitrons überwachen derzeit zusammen mit dem Imperium Machina das gesamte Nexus-Netzwerk der Sternenpforten. Okay. Das Imperium Machina habe ich die letzten zwei Let's Plays kennengelernt. Aber Kognitrons sind mir neu, weil der Begriff sehr witzig ist. Bestimmt von Kognition, Kognitiv. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was das Nexus-Netzwerk der Sternenpforten ist. Ich weiß noch, was mein Handy Nexus heißt. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, weiter machen! Nexus zu kontrollieren wäre ein echter Vorteil für den Widerstand. Wir können innerhalb von Minuten überall im Sol-System sein. Ja, vielleicht sollte ich mir das mal, ja. Vielleicht liegen wir ein Nexus-Netzwerk, okay. Was haben wir hier noch? Antibiotika-Spray. Seltenheit gemein. Familienmedikamente. Level 3. Herstellungsmaterial. Ja, maximal Stapel war 100. Heilungsmaß 30%. Das andere war ja diese Salbe, ne? Heilbalsam, gemein Medikament, Level 1, Herstellungsmaterial, ja, maximal Stapel war 100, Heilungsmaß 10%, okay. Jetzt habe ich also, das ist Heilbalsam. Das ist Heilbalsam und das ist Antibiotikaspray, das macht schon 30%, das ist super. Suchen wir auch weiter das Rebellenlager und dann wollte ich ja Richtung Norden blitzen. Süden meine ich. Was ist das? Oh! Das ist fies. Also sowas im Einsatz gibt es in Minecraft nicht. Tatsächlich Minen. Sehr freundlich. Kann ich mit dir sprechen? Nö, du bist ein Noob. Okay. Ey, das geht ja richtig aufs Leben. Was denn ditte? Eine Höhle. Da ich wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, wenn ich schon mal drin bin. Jetzt darf ich mich erstmal wieder heilen. Echt beruhigend. Ich bin noch nicht meinem Gegner begegnet, ich bin einfach nur auf heimische Minen gelatscht. Sehr freundlich. Ja, ich bin in einer wunderbaren Zauberhöhle. Ich weiß nicht wirklich, was mich hier unten erwartet. Aber das ist irgendein Rohstoff. Gucken später, was das für ein Rohstoff war. Das ist auch ein Rohstoff. Okay. Gucken wir mal, was das für ein Rohstoff war.
Kalk! Aluminiumerz! Interessant. Na gut, das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Ist alles noch Kalk? Quarz. Das Weiße wird Quarz sein. Nochmal Kalk, nochmal Aluerz. Was, wir haben so scheiße viel Aluerz. Da gehen wir nochmal lieber zurück. Was macht das Eichhorn hier? Jetzt passiert. Pfeil rutscht. Na weg. Oh, da unten ist auch noch irgendwas. Schreit auch nach Aluerz, wa? Immer her mit dem guten Zeug. Kupfererze haben wir nicht schlecht. Minecraft at its best, Leute. Oh, da ist noch was. Immer ja damit. Kupfernasen, dieses rote Zeug. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt bin ich auch unangenehm tief in der Höhle. Nein. Das lassen wir mal lieber. Ich sehe nichts. Ich guck mal, ob ich mir irgendwie raus. Nicht raus will. Oh oh. Also nichts zu sehen ist ja ätzend. Jetzt jammert er natürlich schon wieder wegen der Nahrung, wisst ihr das? Raus hier! Du mal weg! Oh, hier geht mir so auf den Senkel. Wo bin ich? Muss man was essen. Hier kann ich noch jederweise davon. Seucht. Alter, ist das finster stellenweise. Weg hier. Bin ich schon wieder frei. Schwarzer Schmutz kann weg. Der Rigras kann weg. Baldrian. Irgendwas kann man damit machen. Dingsblümchen weg. Klee weg. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Baldrian mache, aber ich gehe erstmal wieder zurück zur Stadt.
und hole mir nochmal zu essen, weil ich merke schon, dass mir das Essen ganz schön schnell alle ging gerade. Mein lieber Herr Gesangsforscher lieb. Rucken uns erneut das Game. So, Leute. Da lang. Stellen wir auch mal 3 Millionen Kilo. Hallo, ja. Da ich also absurde Mengen. Da ich aber mit Alu nichts anzufangen weiß, werde ich das hier lagern. Man weiß ja nie. Merken, Alu bei Tusse gelagert. Alu bei Tusse gelagert, ganz wichtig. Was haben wir hier? Gelber Sandstein. Kann ich was anfangen? Herstellungsmaterial, ja. Aluminiumerz. Hm. Kalk. Ich packe hier mal Kalk und selben Sandstein rein, da ich damit aktuell nicht anfangen kann. Dann war noch Schmutz ist Müll. Das ist sinnfrei. Melachit. Sagt mir gar nichts. Da brauche ich neue Rezepte. Okay, jetzt habe ich 123 Aluminiumblöcke und kein einziges Aluminiumrezept. Das macht nichts. Jetzt sehe ich wieder. Ne, jetzt ernte ich erstmal Papa ab. Weil der Typ nur am Bauern ist. Vorsichtig ist dann. Ich muss hin, man muss halt auch, dass man nicht zu weit krempeln mit aufsammelt. Das war unabsichtlich mit Abfahrt. Kann man Dreck mit eingesammelt? Ne, alles super. Zack. Ein super Busch. Genau, jetzt bauen wir gleich nochmal ab. Unsummen. Aber nicht zur Ernährung hat außer diese Beeren, ey. So nervig. Aber ich kriege das System noch raus und ich werde auch noch erfahren, wie ich leichter an Nahrung komme. Gut Ding will Weile haben, Leute. Gut Ding will Weile haben. Noch größer diesen Busch bauen. Wirklich eine sehr einfache, pflückbare 2D-Fläche hast, die sich deutlich leichter pflücken lässt als so ein zerworstener Busch. Es waren übrigens mal 3, 4 bis 8 Büsche. Da standen auch noch Büsche, das ist jetzt dieser ganze Quader da. Wenigstens muss ich nicht stundenlang warten, bis es nachwächst.
Scheiße. Nächsten muss ich stundenlang warten, bis es nachwächst wie in Minecraft. Der große Vorteil, dass man es hier sofort hat. So wie du es gebaut hast, kannst du es wieder abernten, hast sofort deine Beeren. Das Problem ist, dass schon während des Erntens du wieder Energie verbrauchst. Was nicht so zielführend ist. Ich weiß ja, dass es noch andere Essensarten gibt. Und wenn ich auch an diesen heutigen Stream-Let's Play-Dingen nicht zu den Essen kommen, werde ich wahrscheinlich vor dem nächsten Let's Play werde ich dann wahrscheinlich mal googeln, wie man hier ordentlich an Essen kommt. Das ist ja die Hölle. Möhren kann man nicht essen. Ich habe nur ein Saftrezept. Muss mich die ganze Zeit von roten Beerensaft ernähren. Das ist so mühsam und so mühselig und so nervig, wenn wenigstens die Energie so lange halten würde wie in Minecraft. Nee, da könnt ihr knicken. Die ist doppelt so schnell rum wie in Minecraft. Weil ich das Spiel aktuell auf Mittel gestellt oder so. Vielleicht geht das ja weg, wenn ich das Spiel auf leicht stelle. Ich würde es auch im Notfall auf leicht stellen, wenn ich irgendwo trotz des Todes wäre und keine Nahrung mehr hätte, aber noch kann ich es mir leisten. Jetzt ist es noch dunkel. Jetzt kommt die gute Nachtmusik. Hier ändert sich auch die Musik mit der Uhrzeit. Einsamer Geräusch ist dem von Minecraft gar nicht mal so unähnlich. Wie viele Bären habe ich schon mittlerweile gefickt? 3 Stück, naja. Also 3 gestapelte, wie viel kann man da eigentlich stapeln? 100er. 300er nicht ganz. Naja, also 4 auf 5. Oh, scheiße. Habe ich mich verdrückt, jetzt hat er den ganzen Chat hier kaputt gemacht. Na, macht nicht. Ja, so übt sich's auch. Also lernt man bauen. So lernt man ganz nebenbei schon mal das Bauen. Von Natur, da kannst du einfach wild abreisen. In der Stadt ist das nicht so ratsam, da hast du nämlich keine Stadt mehr. Ach ja. Danach beherrscht man aber perfekt, Leute. Das ist, oh nein. Da aus ist eben mit Dreck abgerissen. Schon läuft alles noch. Wie viel habe ich jetzt? Naja, einmal machen wir noch. Ich glaube, hinten raus lohnt sich das wieder, dass ich mir jetzt diese Qual hier mache.
die ganze Zeit nur diese Erntereihe hier. Hinten raus lohnt sich da auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Wird auch immer präziser. Zack, 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 zack. Ja, jetzt so, dass man die Höhle nicht sieht. Ich glaube, man kann irgendwie eine Taschenlampe in dem Game verwenden. Habe ich zumindest mal gelesen im Menü. Werde ich auch gleich mal nachgucken. Dann gab es, glaube ich, irgendeine Form von Taschenlampe, weil kann ja nicht sein, dass ich in so einer Höhle nicht sehe. Und solange ich keine Minecraft-Fackeln brauche, bin ich glücklich. Moment mal, wenn ich jetzt nicht dumm wäre, würde ich das einfach mitnehmen. Büsche. Wenn ich unterwegs immer oder was zu essen machen, aber nö. Noch mache ich das nicht so. So Leute, noch mal ein bisschen Saft basteln gehen. Was? Da gibt es eine ordentliche Menge Saft. Ah, immer noch keine 100. Wie jetzt? Ich kann das ja nicht hinziehen. Ah, Lex, du Mirage. Das ist einfach nur unpraktisch dann. Wie viel Saft habe ich jetzt? 88. Brauchst du auch immer fast 10, 15 Saft, um überhaupt hochzukommen. Ja, Bärchen kann man auch noch essen. Gibt nicht ganz so viel wie Saft. Ich habe noch 4 Bärchen und 83 Saft. Allein um so ein Stück Saft aufzufüllen, habe ich schon 5 Flaschen Saft gebraucht. Das ist nervig. Sich von Saft zu ernähren, ist echt, echt nervig. Aber egal, mit diesen 88 Saft stiefle ich jetzt munter tapfer zum Rebellenlager. Bitte mal aus dem Spiel raus. Igelchen, au, die stechen. Böser Igel. Weit reingewachsen, an gerade die Sand am Meer. Wupps, so genial. Ein Eichhorn! Ein kantiges Eichhorn, schon wieder. Nein, keine Minen, keine Minen, keine Minen. Lass mich ja in Ruhe. Verschone mich auf. Pfauen, kann man die essen? Moment, würde ich alles essen in dem Game. Oh, mit irgendwelche Obacher. So, Rebellenlager zu klein kann es ja nicht sein. Ist es das vielleicht? Ja, das ist das, was ich vorhin auf der Karte kurz gesehen habe. Das sieht aus wie ein Gewächshaus. Wie eine moderne, futuristische Fabrik. Soll auch so Rebellenlager sein. Da wächst wunderschöner Klee. Da treten Dämpfe aus. Vor allem Wasserdampf. Schönes Metall. Oh ja, die Metallwelt, die sehen auch cool aus später. Habe ich ja damals im Vodcast gesehen. Oh oh. Laserschranke. Hier kommt man nicht durch. Es hat eine Beere gefressen. Metablocks not of your faction. Ja, leckst mir Arsch. Geräusch ist der Hammer, Leute. Irgendwas in mir sagt mir, dass ich da runtergehen muss. Aber erstmal gucke ich mal den Turm hier noch an. Vielleicht gibt es da noch ein paar Truhen, Kisten, weiß der Geier. Weg hier. Das sind die Bösen. Die sogenannten. Da möchte ich jetzt noch nicht hingehen, mich in einen Schusswechsel mit meinen 205 Schuss da einlassen. Dann gehe ich jetzt lieber schon mal da runter und gucke, was mich da Schönes erwartet. Oh ja. Optisch haben sich die Entwickler wirklich viel Mühe gegeben. Allein optisch ist das Spiel einen Blick wert. Und ein Sommersale-Kauf, wenn man es nicht den Vollpreis zahlen möchte.
Oh ja. Oh ja. F. Ja, genetischer Fingerabdruck zur Reinkarnation gespeichert. Sehr schön. Und hier ist sogar eine Truhe. Oh, einwandfrei. Und da ist sogar was drin, ne? Ich pack mal den Heilbalsam da rein. Baldrian. Baldrian schmeiß ich weg. Die Musik gut. Witzig. So, während der Ruhe sollen wir mal auf Dinge speichern, die wichtig sind, weil wenn man stirbt, ist das genauso bekloppt wie in Minecraft und man verliert die ganzen Gegenstände. Das Spiel ist sehr Minecraft-orientiert, obwohl es natürlich viel vielfältiger ist. Nur wie das mit dem Bauen funktioniert, habe ich noch nicht so perfekt gerafft. Also, ich weiß nicht, wie man Schrägen baut. Ja, man kann nämlich auch Schrägen bauen. Ich kann immer nur Quader bauen. Aber die beherrsche ich jetzt mittlerweile schon richtig gut, diese Quader. Das macht mir schon fast Spaß, Quaderblöcke zu bauen. Ich könnte ja mal Dreck abbauen, mir einen Spaß haben und ein Haus aus Dreck bauen, aber ich will die Mission machen. Okay, F drücken. Genau, alles, was mir wichtig erscheint, lasse ich erstmal hier. Das brauche ich. Antibiotika-Spray nehme ich auch. Ach nee, Antibiotika ist ja wertvoller. Ja, das ist jetzt alles nicht so blöd, wenn ich das verlieren sollte. Nur da ich noch, also Plasma-Munition, da ich dafür noch kein, oder? Das hat nicht geklappt. Okay, ich glaube, ich kann diese Plasma-Munition nicht in dieser Waffe verwenden, aber ich bin mir nicht sicher. Ich lasse auch schon mal hier, bis ich mehr Ahnung davon habe. Oh, Laserschaden. Oh, Leute, jetzt wird das Spiel jetzt spaßig. Das ist genau das, worauf ich mich gefreut habe. Laser. Aber zuerst. Irgendwie erinnert mich das an Resident Evil. Den Film wohlgemerkt. Aber zuerst. Wahrscheinlich sich jemand da inspirieren lassen. Gucke ich nach einer Taschenlampe. Hier war irgendwo Torch. Genau. Was nett. Your Torchlight can illuminate dark areas for you. Meine Taschenlampen kann illuminieren dunkle Arenen für mich. Das ist Englisch. To turn it on, simply press L. Ach so einfach. Press it again to turn it off. Nein. Doch. Oh, echt jetzt? Nee. Ach so, ich besitze auch keine Taschenlampe. Das ist das Problem. Ja, Leute, wie wird man sowas dem Herr? Ach, jetzt ist da jeder und ein Mausteil aus dem Bild raus. Und an das Spiel Beyond Good and Evil erinnert mich das auch ein bisschen. Der Resident Evil Film und Beyond Good and Evil. Optisch richtig schön gemacht, bis zum Erbrechen geklaut alles, aber Wunder. Also optisch ist das nicht, dass du hinguckst. Genau deswegen, genau wegen sowas habe ich das Spiel eigentlich gekauft. Dass ich allerdings drei volle Let's Plays brauche, um hier rauszukommen, hätte ich natürlich nicht gedacht. So, dann springt. Oh, sieht das cool aus. Huhu, holt euch ein Auge. Nein, 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 nein. Ah, nicht einmal erwischt. Nein, 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 nein. Ich könnte ja mal riskieren, da durch zu. Aber ich. Ups. Nee, der Ernst jetzt? Ich bin krepiert! Roffel! Durch das minimalste Berühren von dem Laser! Jetzt liegen meine Gegenstände da hinten. Hallo Moon, HD. Muss mich mal ganz schnell wieder um mein Zeug kümmern. Ah, das geht schön schnell. Das bin ich. Der war gut. Der war gut.
Naja, nachdem das Ding leer war, hat der Laser wieder dahin gemacht. Ich könnte die Tatsache nutzen, dass der Laser jetzt weg ist. Das tue ich auch. Leute, hier ist was los. Genau, jetzt der Koffer weg. Ich glaube, da, also es ist nicht wie bei Minecraft, dass die Gegenstände sich einfach fallen lassen und dann nach 10 Minuten verschwinden. Sondern wenn du hier stirbst, entsteht an der Stelle, wo du stirbst, ein Koffer, der wahrscheinlich nicht zeitlich gebunden ist. Gehe ich jetzt mal streng von aus. Das heißt, du kannst wirklich genügend Zeit, dich durch lange, lange Ebenen und Level wieder durchzuwühlen, bis du wieder zu deinem Ursprungsding da kommst. Alter, ist das ätzend. Boah, du darfst die echt nicht mal ansatzweise... Wow! Nicht mal streifen darfst du. Der war gut. Hallo? Wie soll ich da jetzt durchkommen? Oh, ein Rätsel. Das ist ja tricky. Vielleicht kann man sich drumherum grappen. Ja. Man kann und soll und darf und muss. Ja, aufpassen, dass ich nicht mich an der Stelle da rausgrabbe. An der gerade Laser sind. Drumherum gecrappt. Spannung. Spannung. Alles ein bisschen dunkel geraten. Ich wollte schon meine Taschenlampe wünschen. Ne? Was? Hier wirst du. Ist quasi immer noch so eine Art Tutorial, dich ins Rebellenlager rein zu. Sehr hübsch und liebevoll gemacht. Genau deswegen habe ich dieses Spiel gekauft. Für arschteures Geld. So still im Chat. Ja, finde ich auch. Ich hoffe, die Zunge, die war für den Chat und nicht für mich. Das ist eine weitere Waffe. Was soll ich denn mit zweimal derselben Waffe? Na gut, nicht so wichtig. Wird schon seine Daseinsberechtigung haben. Und das ist bestimmt so eine Art Portal. Oh, sieht das cool gemacht aus. Diese Kiste leuchtet blau aus und die metallene Umgebung nimmt die Farbe auf. Sehr schön gemacht, wirklich sehr schön gemacht. Oh, sind Leute da? Auch wenn es ruhig im Chat ist. Einfach Ruhe das Spiel genießen. So, das war mein erster Teletransporter. Very cool, very cool. Ich kann mich nicht beschweren. Ich finde diese metallernen Wände und diese Lichteffekte genital. Das werden sich die Entwickler auch gedacht haben. Absolut genital werden sie gedacht haben. Aua! Ah, ah, ah! Das war böse jetzt. Das war böse. Böse! Na super, jetzt ist er. Was passiert, wenn man zweimal stirbt? Also interessanterweise darf er Waffe und Munition behalten. Ist der Ferne schon mal nicht schlecht. Ist der Ferne schon mal dienlich.
Ich hole eben Essen, bin gleich wieder da. Jo, mach das. Und hüpf, au, schon wieder tot. Boah, böses Spiel. Böses, böses, böses Game. Ob das so schwer bleiben wird, dieses Spiel? Wir wissen es nicht. Wir werden es noch herausfinden. Ach ja, Leute, wir haben nicht wahr? So. Der Kombo ist hoffentlich noch an der Stelle. Das ist jetzt ein Witz. Das haben sie dazu gemacht. Ach nee, hätte ich mir ja schon durchgrappen können, sehe ich. Da ist das, wo ich mich vorhin durchgegrappt habe. Okay. Dann beam mich mal. Einmal durchrennt, sonst trifft dich der Stromschlag, aber wenn du durchrennst, dann hast du ein anderes Problem. Dann erwischt dich dann die Dingsschutzanlage. Ja, das ist, ja. Hm. Ja, hm, ja. Spaßiges Game. Bockenschwer? Aber ich lasse mich davon nicht ärgern. Weil es ist zwar schwer, vor allem mit Maustastatursteuerung die Hölle. Ist zwar schwer, aber es ist nicht unlösbar. Ist nicht unfair. Noch nicht jedenfalls. Wobei mir das Hinschen auf den Senkel geht. Ja, jetzt hatte ich doch tatsächlich. Ja, war klar. Der Spielcounter hat, wie oft man stirbt. Also das mit der Freischussanlage war böse. Ja, das. Maus und das da tot. Geht's noch irgendwo zu dieser? Mit dem Controller und einem Stick, ja, kann ich das lang schweben ohne Ende. Und die Ego-Perspektive ist für das ja auch nicht die vorteilhafteste. Ja, war klar. Alter! Springt doch mal gleich 7 Kilometer nach vorne, anstatt nur ein Stück. Ja, war klar. Jetzt wollte ich etwas kürzer springen. Nervig, immer Stellen nochmal machen muss, die man schon geschafft hat, und man hat keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist nicht aber. Ach, so eine Scheiße, Alter. Anfang geht ja super easy. Ja. Und weg hier.
kaputt, das sieht ja gut aus. Ich stehe hier. Bitte mal Speicherpunkt. Ist auch schön dunkel. Meine Taschenlampe hat in das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gegeben. Um den Fernseher heller zu machen. Ich sehe nichts. Un momento, per favore. Das ist ja mal knausrig. Okay, Fernseher. Wir haben einen Verheller erwacht und man sieht genauso viel wie vorher. Gar nichts. Dann grabben wir mal. Und hier irgendwo durcharbeiten können. Okay. Er hat mich in ein dunkles Loch gebeamt, wenn man so will. Hi Nosferatu. Jetzt bin ich in einem dunklen Loch und weiß nicht, wo ich hin muss. Tolles Game. Na, jetzt stelle ich mal ganz schon wieder um. Uno momento, per favore. Das ist nicht so leicht. 22 Hände brauche. Okay. So, Kamera an. Chat wieder hoch. Irgendwie genauso viel oder wenigstens vorher. Und wir haben ein Scheißspiel. Ja, zurück, Leute. Bringt nichts. Du kommst auch nicht seitlich dran vorbei, Ivy. Ja? Nee. Da ist die Selbstschussanlage. Wieso? Sie verarschen? Ich hab doch Muni. Jetzt hat er die weggeschmissen. Dieser Vollidiot. Ich hoffe, die wissen, wieso da diese Drecksplasma-Muni jetzt drin ist. Ich tue, schmeiß die jetzt mal weg. Das verstehe ich gar nichts mehr. Habe ich vielleicht eine falsche Waffe? Das ist doch eigentlich dieselbe Art so, oder? Nee. Ich bin überfordert. Das sind eigentlich dieselben Waffen. Ich soll X drücken. Ja, jetzt hat er es gerafft. Oh Gott. Sehr kompliziert. Boah. Junge, Junge, Junge. Wo ihr merkt, das geht alles nur so lange gut. Solange ich noch Essen habe. Wenn Essen alle, dann hat sie es erledigt. Oh, weg. Boah. So, stockfinster.
Praktischerweise kann ich mir aus diesem Material später mein Haus bauen. Oh, ganz schön lange, um das Zeug abzutragen. Oh, leck, mich fett. Guck mich hier irgendwas an. Einfach mal drauf schießen. Drauf immer schießen. Dann Fragen stellen. Koffer nicht. Okay, jetzt habe ich auch durch Zufall herausgefunden, wie ich dieses Plasmazeug verwende. Nehme ich mit X. Jetzt X zurück. Okay. Nicht schlecht. Ja, aber das ist immer noch keine Art und Weise, also. Ganzen Weg zurückzulaufen ist auch nicht gerade so einfach wegen diesem Laserkrempel und so. Ich habe immer noch nicht vernünftig zu essen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich sterbe, ich eh wieder voll bin mit Essen. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Licht mal drum. Sein Rezept, energetisches Material. Das lag jetzt hier einfach so rum. Ja, nun. Oh, renne! Moment mal, jetzt auch noch wo lang. Oh, weg! Jetzt bin ich hier noch nirgendwo. Boah, ey. Ja, jetzt habe ich jetzt ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Nicht mal eine Idee habe ich. Gedrückt. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Thank you.
Naja. Lass mal Granate Level 1. Okay. Was denn bitte? Ein gut versteckter Teleporter. Wahnsinn. Ich sehe überhaupt nichts. Ganz schlecht. Rechts ist abbaubar. Ich will mich nicht diesen scheiß Spuren nähern. Ich wusste es. So sick. Oh. Alter! Ist das schwer? Tja. Tja, Leute. Problem! Du kannst diese Dinger da nicht umbringen. So wie ich in der Nähe bin, laden sie sich auf und bringen mich um. Ja, keine Chance. Und zurück. Böses Game. Fällt aber auch nicht mal ansatzweise ein, wie ich den entkommen könnte. Jetzt fällt mir ein, wie ich den entkommen könnte. Ich könnte was hinbauen, was mich schützt. Dann haben wir noch diese Blöcke hier. Ja. Da lässt mich nicht drauf losbauen. Idiot, es piept mich zurück. Das sieht vielversprechend aus. Das sieht doch ganz vielversprechend aus. Hehehe. So
Irgendwas muss man schon mal kommen. So. Nein, denkt nicht mal dran. So, Leute. Schön zu. Ja, Leute. Ich wollte jetzt diese Bausteine auf hier oben habe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie froh ich bin. Was sind das denn? Exklusives Material. Das war alles. Weg, was Licht gebracht hat. Moment mal. Da komme ich. Hier sind diese beiden Dinger. Das muss ich irgendwo anders dann durchfahren. Ja, schön. Schön dunkel ist es hier. Da ist leider nichts drin. Dunkelheit ist echt beklemmend. Ich möchte hier raus. Substanz, Leute. Ich weiß, dass ich mir irgendwie eine Treppe wieder hinbauen könnte. Das mache ich jetzt als Arrange mal. Gemacht. Totales Neuland für mich. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass ich halt auf Essen angewiesen bin. Das ist ein bisschen was, was mich wurmt. Wenn ich da nicht mehr hochkomme, bin ich tot für immer.
Es wird langsam, ne? Wie hoch komme ich nicht? Weil es auch nur Spekulation ist, dass ich das ist aber ey. Meine Fresse. Das Spiel nimmt einen so schon nicht an der Hand. Oh, das hier ist böse, was es hier gemacht hat. Das ist richtig böse. Kann man sowas unter sich irgendwie fahren? Und? Mal so. So nicht perfekt. Ah, ich mehr Ducker. Tatsache, ich hab's geschafft. Ich hab's rausgeschafft. Geduld und Spucke, sage ich dann nur. Viel Geduld und Spucke. Da noch irgendwie was abbaubar da hinten. Oh, das habe ich natürlich nicht abbauen. Da bin ich schneller tot, als ich blinzeln kann. Zurück. Nein. Du lädst dich nicht auf. Also mal abgesehen davon, dass ich viele, viele Drohnen gefunden habe, bin ich nicht wirklich schlau geworden. Ich verstehe, es ist vielleicht doch zielführender, noch mal sich ein Let's Play von jemand anders anzugucken. Das ist echt heftig, Leute. Das ist richtig heftig, dieses Game. Wow. Ganz kurz. Kameramäßig ab, ha? Dunkelheit geht an die Substanz. Dieses Labyrinthartige geht auch ganz schön an die Substanz. Junge, Junge, Leute, Junge, Junge. Bin ich wieder. Ich bin zwar ein Fan von Rätsel, aber. Unterirdische Raum da, der führte zu nichts. Nee. Denk nicht einmal daran. Du Arschloch. Ja, jetzt können wir mal gucken, ob wir das da wegnehmen können. Nee, das nicht zu wegnehmen. Nein. Du lädst dich nicht auf. Und jetzt geht mein Chat nicht mehr. Mein Chat ist eh gerade nichts los. Können wir mal einen Test reinschreiben. Was überhaupt dran ist. Alter, Falter, Falter, Alter. Ruhe. Oh nein, 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 nein. Das doch nicht. So. Oh, das hoch. Mein lieber Schalli. Thank you.
Schön eingeackert habe ich sie. Ich habe Rezepte für Mineralien und Explosivstoffe. Aber, Leute, hier ist was los. So wirklich. Eine Ahnung, wo ich lang muss. Habe ich nicht. Kann ich das wieder schon abbauen? Ach, die Treppe, die ich da gebaut habe, die lasse ich mal gebaut. Hier wird man später noch sehr gute Dienste tun. Aber das Spiel spiele ich nicht weiter, bevor ich mir die Let's Play angeguckt habe. Ist ja, boah, eine Verlauferreihe ist das. Oh, das Ding lasse ich einfach mal so, wie es ist. Hier ist jedenfalls nichts, wo man noch lang könnte. Ist alles fest. Die Karten sind also richtig schön nichtssagend. Das ist alles nur blaue Vierecke sind. Ich weiß nicht, ob ich weiter runter muss oder weiter höher. Ich habe nur grob noch den Kopf, den Weg im Kopf. Nein! Gefährlich. So. Nope. Ja, jetzt ist das Ding schön sauber ummantelt. Das speichert sich zum Glück alles so. Aber jetzt werde ich erst wieder versuchen, dieses Nest zu verlassen. Einen groben Überblick habe ich jetzt, auch wenn ich mich schon 30 Mal verlaufen habe. Dann geht es langsam dem Ende zu, diesen Stream. Also für Fackeln würde ich morgen. Genau. Das ist dieser versteckte Dings gewesen. Der ist halt irgendwo. Diese aufladende Dinger überall. War auch nur eine Truhe. Die haben ja schon alles leer geräumt. Nur noch mein Dorf zurück und wieder ein bisschen Essen sammeln. Schon sagt optisch genial. Noch viel zu duster gehalten, das Ganze. Mindestens dieses Rebellenlager. Nix. Wo bin ich jetzt gelandet? Nee, oder? Ach, ich verstehe. Ah, okay. Gut. Glück habe ich hier meine Treppe gebaut. Ich wusste, dass sie mir noch dienen würde. Aber ich möchte jetzt erstmal wieder nur nach Hause. Wo war das jetzt? Wasser halten. Ich mache hier ein Warnzeichen hin. Wenn ich das nicht alles sehe, wieder öffne. Nö.
Genau, der Laser, das hier führt ja, glaube ich, ins absolute Nichts. Das war ja total Honk, das hier. Ich glaube, wenn man noch rumtackern würde, würde man es rauskriegen. Nächstes Warnzeichen, dass ich da nicht hingehe. Sackgasse. Bin ja kein Fan von. Von Gängen, die einfach nur ins Nichts führen. Bin ich überhaupt kein Fan von, Leute. Genau, hier Warnzeichen plus. Kann er da runterfallen? Man hätte das Spiel auch die große Ruckelorgie nennen können, ne? Nur noch froh, dass ich mich nicht anderen verlaufe. Vielleicht kann man ja diese Elektro-Dinger ein bisschen irgendwie ausschalten. Aber wenn du davor baut, das hat sich schon übel wert. Gruselig, ne? Boah. Ich muss mich beeilen, sonst wieder vorbauen. Das war auch nicht. Ne, der ist es nicht. So groß und lang ist es gar nicht. Es ist halt bloß verzwickt. Genau, im Grunde genommen ist noch Ratzatze da draußen. Ach, Scheiße. Ja, ich muss nicht nochmal rüber. Wunderbar.
Oh. Nun ab nach Hause. Das sieht wirklich gut aus. Optisch absolutes Genital. Ich hab noch. Wie viel habe ich nur noch? 70 Flaschen, na gut. Ich glaube, ungefähr 20 Flaschen brauche ich, um einmal voll zu sein. Wobei, das könnte man auch mal testen. Wirklich mal die exakte Flaschenanzahl zählen. Egal, ich will jedenfalls nur noch nach Hause. Bitte aufpassen, dass ich nicht weggesprengt werde. Bei der Chat unten links, du wurdest getötet, du wurdest getötet. Ach, herrlich. Oh nein, ich darf das jetzt nicht runtergefallen. Ach, wo ich nicht, das jetzt hier öffnet. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade schon wieder getrunken habe. Das waren es noch 69. Aber ich will jetzt mal wirklich die Anzeige leer laufen lassen. Was heute noch machen, weiß ich nicht. Jetzt ernte ich noch ein bisschen, dann ist Schluss heute. So ist es zumindest mit diesem Game. Und wo ist denn der da Norden? Da ist der Norden. Wo bin ich nun? Das ist nicht wirklich mein Dorf. Eine ganz normale Verarbeitungsmaschine. Ja, vor, dass diese Lichtverhältnisse nicht total Banane sind. Also entweder. Man sieht nichts, weil es dunkel ist, oder man sieht nichts, weil es weiß ist. Aber so eine Zwischendinger könnte dieses Scheißspiel nicht. Schöne Oase, kann man es trinken? Du sollst das nicht. Jetzt reicht's. Ja? Okay, das kann ich jetzt auch schon mal nehmen. So, Leute. Och nee, ist schön süß. Ich muss gen Norden laufen. Jetzt gucke ich mal auf meine Map. Ja, weiter Norden. Das war dann wohl nicht der Norden. Dass die Igel noch nicht oder Minien laufen sind, die sind grünlich. Die anderen Igel sind rot aus. Jetzt nur zwei Arten von Tieren. Weiße braune Hasen, rote grüne Igel. Mein Dorf, oh. Hab ich die Schnauze voll, ey. Leute, ich hab's heil wieder nach Hause geschafft. Gepriesen sei Allah und Jesus und diesen hier leisen. So. Vor den Außenrand hier wollte. Jetzt bringe ich erstmal die seltenen Erden hier rein. Nicht zu den Typen. Jetzt sehe ich schon, dass das zweite Tor hat, dieses Dorf. Naja.
Genau, das habe ich gesucht. Hast du noch was Zielführendes Neues zu sagen, vielleicht? Oh, wenn du auch magst, der war genau wie dein Bruder. Weißt du? Nö, weiß ich nicht. Als seine Mutter von den Robotern eingefangen worden war, war tief gestürzt. Meister Liking beibot die Weisheit der Drache. Ich glaube, ich hätte genauso reagiert. Okay, am besten nichts Neues. Jo. Achso, ja. Klar, hier ist mein wichtiger Vorrat. Diesen rechten Topf. Genau. Ich weiß nämlich noch nicht, was ich mit explosives Material Level 1 anfangen soll. Metallplatte Orange. Plasmagranate behalte ich mal genauso wie energetisches Zeug. Globok Grey. Metallplatte Grey. Metallplatte Orange. Das ist alles Muni-Zeug. Na gut, alles nicht so jetzt wild. Medicine. Was ist das da? Globok Grey. Dass vielleicht Dreiecke und dreieckige Dinger bauen kann. Na, das werde ich beim nächsten Mal testen. Jetzt werde ich auf jeden Fall. Was ist das eigentlich von der Ratze? Metallplatte Grey, Metallplatte Grey. Okay, dasselbe wie das sieht, aber natürlich. Hier sieht es noch so aus. Und hier sieht es dann so aus wie ein einzelner Wurf. Okay. Was wäre ich ohne meine Lupe, Leute? Was wäre ich? Ne. Moment, ich prüfe mal kurz was. Also, ich sagte, überlaste gerade meinen Rechner. Okay. Wir sammeln jetzt noch ein paar Beeren zum Essen. Wie gesagt, ich prüfe auch schon mal. Wie viele Beeren ich brauche, um das Ding einmal voll zu kriegen. Und dann, wenn ich offline bin, prüfe ich mal, wie viele Minuten ich brauche, bis die Beeren verbraucht sind. Das muss ich nicht unbedingt hier machen, während ich streame oder Let's Play. Sehr spannend hier aufs Letzte. So, jetzt habe ich das ganze Ding als eine Platte über. Auch mal nicht schlecht. Nichts so monotones Ernten. Oh, diese Rebellen-Dings wird mir noch Nerven kosten. Ich werde jetzt erstmal viele Infos im Internet zusammen forschen.
Und wie viel habe ich denn schon zusammen? Wieder mal 2. Wegmachen. Ecke bei Fui, geh weg. Vielleicht hätte man bei dem Spiel doch erst so erst den Kreativmodus machen sollen, damit man sich mit dem Bauen perfekt auskennt. Hier noch so kleine Nuancen. Dann hätte man sich ja geschult, geprüft, gestärkt in Herausforderungen stellen können. Oh, jetzt bin ich halt so angegangen, ist auch nicht so schlimm. Ach, jetzt hat er direkt mit weggeruppt. Macht er doch jedes Mal aufs Neueste. Irgendwann habe ich da geht direkt mehr sein, so schlimm. Das stört eh nur. Moment, ich probiere mal was aus. Ich bin jetzt mal neugierig. Kann man das da unten mit wegreißen? Ja, kann man leider. Scheiße. Der Fußboden, den ich fix und starr gewesen wäre. Hätte ich einfach planiert den Dreck weggeschmissen und dann hätte ich drüber abreißen können. Es ist nämlich sinnvoll, sowas zu pflanzen auf Platten, die man nicht abbauen kann. Da kann es einem auch nicht passieren, dass man vom Fußboden wegruppt. So, was, Moment, wie viel habe ich jetzt schon zusammen? Wieder 3, ja. Bevor ich das nächste Mal in die Wellenrüstung mit dem bringen sollte, sollte ich mindestens 6 dabei haben. Aber das ist jetzt eine so sinnbefreite Tätigkeit hier. Das muss man sich jetzt nicht noch 100 Mal angucken. Dann werde ich jetzt den Stream jetzt beenden. Wenn ich offline bin, mache ich noch ein paar Experimente mit dem Ernten. Beziehungsweise ich werde noch sehr viel ernten und zusammenraffen. Dann werde ich mal gucken, wie viel Uhrzeit man braucht, bis diese Leiste leer ist mit Trinken und wie viele Schluck man braucht, bis wieder voll ist, damit ich mir ungefähr errechnen kann, wie viel Saft ich abbauen muss, also Beeren und dann daraus machen Saft, wie viel Saft ich dann am Ende brauche, um sagen wir mal 1-2 Stunden unterwegs zu sein und nicht zu verhungern. Wenn ich wieder 2 Stunden in diesem Labyrinth da bin, werde ich mir ganz genau ausrechnen, wie viel Saft ich für 2 Stunden Spiel brauche, ohne ein einziges Mal nachernten zu müssen. Das ist aber eine sehr langweilige Zeitstopptätigkeit, die muss ich euch nicht antun. Deswegen beende ich jetzt erstmal den Stream nach 2 Stunden 11 Minuten. Circa 10 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Für den einen einzigen Zuschauer, der mir jetzt noch im Stream geblieben ist. Die sehe ich langsam alle wieder Stück für Stück abbauen. Ein einzigen Zuschauer, der mir noch zuhört, was jetzt heute noch den heutigen Tag noch angeht. Ich werde, glaube ich, eine Stunde oder so noch Minecraft spielen. Aber jetzt mache ich erstmal eine Stunde Pause. Und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal von dem Stream und dem Let's Play auf meinem Drittkanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.